Ich will in dieser Debatte kurz eine kleine Geschichte erzählen, zu fortgerückter Stunde. Und zwar bin ich ja vor circa 3 Jahren auf die Landesliste in Schleswig-Holstein gewählt worden. Und kurze Zeit später schenkte mir ein alter Freund aus Studienzeiten ein Buch, Der Lobbyplanet Berlin, Reiseführer durch den Lobbydschungel. Und ist ein interessantes Buch, steht viel über Lobbyismus hier in Berlin drin, ist interessant, empfehle ich jedem sehr zu lesen. Auf jeden Fall erzählte ich das meiner Kollegin Ingrid Neste, die auch auf die Landesliste der schleswig-holsteinischen Grünen gewählt worden war. Und die sagte, ha, das ist ja lustig, eine Freundin hat mir gestern genau dasselbe Buch geschenkt. Und weil ich das irgendwie einen merkwürdigen Zufall fand, erzählte ich die Geschichte auf dem Neujahrsempfang der Oberbürgermeisterin in Kiel. Und daraufhin kam die CDU-Direktkandidatin aus Kiel auf mich zu und sagte, mir hat das Buch auch gerade jemand geschenkt. So, wenn Sie diesen statistischen Zufall jetzt mal nehmen, ja, dann scheint es doch ein massives, genau, es werden Bücher in Schleswig-Holstein verschenkt, auch das ist ein schönes Zeichen. Ich schenke es dir gleich, Halina. Auf jeden Fall kommt es doch zum Ausdruck, dass in der Bevölkerung ein massives Problembewusstsein besteht bezüglich dieses Lobbyismus, der hier stattfindet.